Ein Oni. Jetzt kommt der Kampf, ne? Jetzt kommt der Kampf. Okay. 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 Wie soll man den besiegen? Vermutlich soll er irgendwo gegenschlagen, oder? Fragt sich nur wo. Hier vielleicht. Und dann können wir weitergehen und wir müssen den gar nicht besiegen, oder was? Huch! Okay, ich weiß noch nicht gerade, wie wir den besiegen sollen. Schlag mal bitte. Hä? Granatwerfer vielleicht? Auch nicht, ne? Übersehe ich irgendwas? Hä, wie sollen wir die besiegen? Dass wir das da gelevelt haben, dass wir auch nahezu jeden Gegner mit einem Ausweich töten können. Bringt uns gegen die Onis auch nichts. Okay. Kein Plan. Ich habe auch gerade keine Ahnung. Es muss doch irgendetwas geben, was wir hier nutzen können. Was müssen wir machen? Hochklettern können wir auch nirgendwo. Und ja, keine Ahnung, was man gegen den jetzt machen soll. Ah, der Rücken ist nicht bepanzert oder was? Okay, Moment. Ja, natürlich. Ah, der Rücken ist, Ah! Oh, shit, da kommt ein Quicktime-Event. Okay, ich verstehe. Der Rücken. Der Rücken. Ah! Oh, oh. Oh, shit.
Oh shit. Ey, hört auf! Hä? Warum sind wir tot? Lol? Warum sind wir jetzt so schnell gestorben? Die müssen als erstes weg. So. Ach, der ist noch gar nicht tot. Okay, okay, okay. Da kommen ja noch mehr. Okay, 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 okay. Dafür benutzen wir jetzt tatsächlich mal die Pumpgun. Nein! Wir müssen auch treffen. Ups. Ja, okay, 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 okay. Hä? Das war 100% richtig geschossen. Lol. Geschossen meine ich. Ich meinte Dingsbummens. Ich habe 100% richtig gedrückt. Aber 100%. Mann. Ja, geht doch. So. Okay, einmal haben wir ihn schon. Jetzt ist auch der Kopf frei, ne? Schaut mal. Der hat keinen Helm mehr auf. Okay, okay, okay. Komm her. Oh, nein! Nein, 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 nein! Jetzt aber. Ja, gib ihm den Rest. Oh, drücken, 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 drücken. Gib ihm! Was ist das? Was ist das für eine Taste? Oh, ich habe einfach mal alles gedrückt. Immer erst die Apps, ja, ganz genau. Oh, ich wusste nicht mehr, was diese Hand bedeutet. Ich habe einfach, das war eh, huiuiui. Ich habe einfach mal alles gedrückt. Okay, ich dachte vorhin nämlich, dass diese Onis komplett, bepanzert sind, aber dann habe ich ganz kurz einmal gesehen, dass der Rücken frei war. Okay. Also haben wir die Schwachstelle von den Onis auch schon mal herausgefunden. Und jetzt sind wir endlich bei Messias und wir versuchen, sie aufzuhalten. Was soll das denn jetzt? Ja, du kriegst uns nicht! Schieß! Gut! Weiter, Lara! Töte ihn! Gib ihm den Rest! Beende es! Na los! Ja! Das ist nochmal gut gegangen. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen.
bringen wir dich nach Hause. Frage ist nur, kommen wir jetzt auch nach Hause? Nachdem die Sonnenkönigin jetzt ein für alle Mal tot sein sollte. Ja, ich hatte mir das auch schon gedacht, aber du konntest den da ja nicht schlagen. Ja, das hat mich dann nämlich auch gewundert. Aber gut. Aber schaut mal, die Stürme verziehen sich. Sehr nice. Wir haben es geschafft. Da ist Lara. Sie hat Sam. Geschafft. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Puh, Gott sei Dank. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Überlebenskünstler, Errungenschaft freigeschaltet. Drachendreieck, Südjapan. Tag unbekannt, 6.15 Uhr. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Wir gehen nicht nach Hause, sagt sie, ganz genau. A survivor is born. Ja. Das war Tomb Raider. Und damit auch to be continued. We hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to bring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. Ich danke euch für das wunderschöne Spiel. Oh, da sieht man ein paar Gesichter von den Entwicklern. Sowas ist ja auch immer cool, ne? Head of Studio, Executive Producer, Creative Director. Okay, das ist ja nice, dass man auch so mal ein paar Gesichter dazu sieht. Dann nicht immer nur die Namen, sondern auch mal ein paar Bilder. Das ist ja gar nicht so schlecht gemacht. Ja, to be continued, habe ich vorhin schon gesagt. Weiter geht es dann demnächst mit Rise of the Tomb Raider. Ich habe das Spiel natürlich auch schon, genauso wie Shadow, dann der dritte Teil der Trilogie, werden wir hundertprozentig auch spielen. Hat mir super, super viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich finde es mega, mega cool. Weiß nicht, Marcel, wie fandest du das Spiel? Also, ich glaube, die hätte das Spiel auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, oder? Also, ich finde, ich weiß nicht, ich mag solche Spiele. Die sind einfach voll cool, die haben eine angenehme Länge. Marcel will Neues hören, dann hört er Neues. Nice. Ich finde es einfach mega cool. Ja, die haben eine angenehme Länge, das Spiel. Da ist man nicht, weiß ich nicht, ne, zig Stunden beschäftigt. Keine Ahnung, wie lange haben wir das Spiel jetzt gespielt? Was würde ich schätzen? Weiß ich nicht, 20 Stunden? Nicht mal. Ich glaube nicht mal 20 Stunden, ne? Das ist halt, aber es ist trotzdem eine geile Story. Einfach halt angenehm. Und auch vom RPG-Stil her, ich meine, das Spiel hat jetzt kein Open World. Ich glaube, dass, so viel ich weiß, ändert sich das in, ich weiß nicht, in den nächsten Teilen vielleicht, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Aber alles in allem einfach ein super geiles Spiel. Super Story, also ist okay. Habe ich schon mal schlechtere RPGs gesehen.
Und ja, es ist halt einfach Tomb Raider, ne? Diese Gräber, die es in den Spielen gibt mit diesen Rätselaspekten, die haben einfach unnormal viel Laune gemacht. Hatten auch eine angenehme Schwierigkeit, sodass man ab und zu mal ein bisschen überlegen musste, aber jetzt keine Stunden da drin verbracht hat. Halt wirklich einfach nur angenehm super, das Spiel. Richtig, richtig geil. Loki findet solche Spiele auch nice. Ja, ist es auch einfach. Ist es auch einfach. Sehr, sehr schön. Dann sind wir jetzt doch schneller durchgekommen, als ich dachte. Ich hätte jetzt schon noch so 2 bis 3 Stunden gerechnet. Jetzt sind wir doch schon in einer Stunde damit durchgekommen. Naja, gut. Auch nicht schlecht. Wir lassen die Credits jetzt natürlich nochmal durchlaufen, damit ihr auch seht, wer da alles dran beteiligt war. Und dann werden wir gleich, nachdem die Credits durchgelaufen sind, mit Zelda ein bisschen weitermachen. Freue ich mich auch schon mega drauf. Und ja, demnächst werden wir dann auch Rise of the Tomb Raider beginnen. Freue ich mich auch schon mega drauf. Habe ich auch kein Tomb Raider 2? Nein, erstmal heute nicht. Nee, jetzt machen wir mit Zelda gleich weiter. Ich habe mega Bock auf Zelda. Hat mir super, super viel Spaß gemacht. Wir fangen jetzt nicht direkt mit Rise of the Tomb Raider an. No, no, no. Fangen wir die Tage irgendwann an. Nächste Woche oder so. Jetzt will ich erstmal ein bisschen Zelda weiterspielen. Ich habe mega Bock auf Zelda. Machen wir mal eben einen Kaffee. Jo, mach das. Mein Kaffee ist schon wieder leer, ey. Ich kann meine Tasse gleich mal ausspülen gehen. Da sieht man auch mal wieder, wie viele an so einem Spiel wirklich mitarbeiten. Und das Bild ist ja, was macht er denn da? Er ist auch ziemlich cool. Programmteam, Artteam. Audio-Teams. Auf jeden Fall können wir uns bei jedem Einzelnen nur bedanken für so geile Spiele. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier noch weitergeht. Ne? Was sind Rise of the Tomb Raider, was uns da erwartet, und dann Shadow of the Tomb Raider. Das sind ja die 3 Teile der Trilogie. Wie gesagt, hier werden wir natürlich auch alle spielen. Ich freue mich da riesig drauf. Ich habe einmal ganz kurz Rise of the Tomb Raider schon mal angeschmissen. Wegen wieder Lautstärke, Einstellungen, habe ich schon mal alles überprüft. Ist zwar vermutlich wieder alles überworfen. Aber als ich Rise of the Tomb Raider gestartet habe, kam eine Meldung mit: Danke für Ihren Kauf des Baba Yaga DLCs. Und ich dachte mir so: Hä? Ich habe das gekauft? Anscheinend habe ich mir irgendeine Version des Spiels gekauft, so eine Complete Edition oder so. Wo alles schon wieder dabei war, unbewusst natürlich, aber umso besser, so haben wir es wenigstens schon mal und können es sofort zocken, wenn es dann soweit kommt. Werde ich natürlich auch spielen. Und der zweite von links, ja, der guckt ja auch süß. Naja. QA Tester Singleplayer. Lead Multiplayer. Multiplayer? Tester Multiplayer? Das Spiel hat einen Multiplayer? Den werden wir aber auf jeden Fall nicht spielen. Und auch nicht testen, gar nichts davon. Ich könnte mir mal eben ganz schnell während die Credits nochmal durchlaufen. Könnte ich theoretisch nochmal eben meine Kaffeekanne ausspülen und meinen eine Kaffeetasse ausspülen gehen. Nur rein theoretisch. Dann hoffen wir natürlich, dass die Credits so langsam auch mal aufhören. Das ist immer Wahnsinn, wie lange diese Credits wirklich durchlaufen. Aber wir wollen natürlich auch jeden hier verehren, der an diesem wunderschönen Spiel dran beteiligt war. In der Story haben nur 2 Leute dran geschrieben. Leadwriter und Writer, echt? Okay.
Jo, WB, Loki. Ich gehe mal eben ganz kurz meine Kaffeetasse und meine Kaffeekanne ausspülen. Einen Moment. Gleich wieder da. Wenn ich schon mal stehe, kann ich auch direkt mir riesiges Trinken holen und noch mal kurz auf Toilette gehen. Bis gleich. Läuft immer noch, da habe ich mal eben Zeit. So, wie es aussieht, komme ich genau rechtzeitig, was? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, zu früh gefreut. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich denke mir immer so, wenn so, oh, Square Enix und, oh, USA Quasar, das Produkt der Special Thanks. Da denke ich mir immer, es ist bald vorbei und das ist es tatsächlich. Kommt jetzt noch was? Kommt jetzt noch was? Glückwunsch! Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 89% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigten Aktivitäten abzuschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit knapp 90% bin ich eigentlich zufrieden für so ein Spiel. Das werden wir nicht tun. Wir werden nicht auf die Insel zurückkehren und alles einsammeln. Also, finde ich einfach nicht notwendig, so. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ich bin mit 89% zufrieden. Also, hiermit war's das dann mit Tomb Raider. Danke an alle, die sich das angeschaut haben, die mit dabei waren. Und wie gesagt, wir werden dann die nächsten Tage mit Rise of the Tomb Raider starten. Aber erst die nächsten Tage, weil jetzt habe ich mega Bock auf Zelda Breath of the Wild. Will ich gerne ein bisschen weiterspielen. Und ja, dann sage ich hier bei Tomb Raider schon mal ciao und danke fürs